Na, dann geht's los. Hallo Leute, wir sind arm, einfach hier in Holy Dead mit Max. Max, komm raus aus unserem Schlafplatz. Junge, wir werden doch safe gemobbt. Hier, bitte, nimm das in die Hand. Big Mac. Ah, nee, Big Mac Tüte. Was machen wir jetzt? Guck mal, Liz, du lass heute Pfandflaschen sammeln. Ja, ja, ja. Ey, da hinten ist eine Kiste. Das ist doch die heiligen Kisten. Ich klaue einfach mal ein Getränk. Was ist denn da drinne? Ist da eine Pfand... Was hast du gefunden? Renn! Da liegen nur 5 Pfandflaschen. Ich habe eine Waffe. Ey, hier lag auf dem Boden eine Waffe. Ich nehme die mal mit. Ja, nimm die nicht. Du bist ein Verbrecher. Ach ja, stimmt. Ich hab die lieber. Ich habe 5 Pfandflaschen. Hier ist eine Truhe. Wir haben noch eine Truhe gefunden. Bandagen! Und noch eine Waffe, aber nein, ich übrigens, bin kein Verbrecher. Wenn das Stream, also jetzt ein paar Leute gucken, ich habe Geburtstag. Ja, Leute. Auf jeden Fall, Max, komm mal her. Ich glaube, du wusstest das noch nicht, auf jeden Fall. Kennst du noch Larissa aus der alten Stadt, Junge, wo wir noch reich waren? Ja. Oh, die hat heute Geburtstag. Was machen wir hier? Was können wir machen? Ach, keine Ahnung, wir sind ja arm, wir können ja nichts machen. Ich hab was. Komm mal her. Guck mal, was ich in der Hand habe. Zaubertrank. Also, guck mal, ich habe jetzt eine große Box mit Pfandflaschen. Ich nehme die jetzt zum Superladen. Die Ohrwachen? Nee, ja. Ich habe eine große Kiste. Hier ist meine Kiste. Ich breche mein Haus ein, okay? Ich breche mein Haus ein. Ja. Ich bin geschickt, du weißt. Ja, hier ist eine Box. Eine Kiste. Noch eine Box mit Essen. Ja, Leute, das ist jetzt ich habe keine Bösewichten, sondern helfe ich nur Leuten, die Ding, sag mal schnell. Angst, arm sind. Ja, und wenn sie gemobbt werden, tut ich halt, aber ich tüte kurz die 10 Wachen. Alessio. Ich habe gerade 205 Flaschen weggegeben und jetzt haben wir 200 Euro. Hä? Ja. Aber was können wir uns. Ich habe Essenboxen gefunden in dem Haus. Echt? Guck hier. Mit richtig viel Essen drin. 4 Boxen mit Essen. Und noch was zu trinken. Warte, vielleicht sind hier noch ein paar Pfandflaschen. Lass mal hier zum Museum gehen. Oh mein Gott, lass hier mal ein Auto kaufen mit den 200 Euro. Ich hoffe, das geht. Warte, ich muss noch mal meine letzten 100 Pfandflaschen abgeben. Ich bring kurz das UFO ganz weit weg, okay, also im Wasser. Ey, ich habe 3 Leben. Ich habe ein Auto, das hat... Ey, Max, guck mal, was ich gekauft habe für sie. Alter, nein, aber jetzt geht das nicht. Larissa, aussteigen bitte. Wegen Video. Alter, guck mal, ich habe Pilze gekauft und Mais. Bitte pack schon mal und steig aus. Und Max, guck, das Auto habe ich gekauft. Krass, oder? Cool, sogar mit goldenen Rädern. Und ein Radio. Ja, komm, wir müssen auch jetzt... Warte, wir haben jetzt ja müssen wir nicht mehr laufen. Stimmt, jetzt müssen wir ja, aber weißt du, wir haben jetzt noch 100 Euro, lass uns doch mal dieses schöne Haus kaufen. Ja, okay, komm. Alles ich pack's Haus. Ja, pack's das Haus. Und, weißt du, was ich mir jetzt auch kaufen kann fürs Auto? Was? Neue, große Reifen. Wie willst du das machen? Guck mal hier hin. Wow, krass. Ey Junge, hier, ich hab zu trinken, jetzt können wir hier wohnen, Max. Ja, aber wir müssen auch ein bisschen Miete Geld sammeln. Wir müssen aber auch dann Miete zahlen. Ey, da ist Larissa. Aufpassen. Wir müssen schnell in unser Haus rein. Ja, die ist da vorne. Also ich kenne Larissa nicht. Aber du kannst sie mir ja vorstellen. Sie ist aus der alten Schule. Hä? Warum ist denn da Waffe drin? Hallo? Wo? Schmutzwaffe. Schmutz. Aber die Waffe könnte man trotzdem gebrauchen. Willst du wohl ein Verbrecher werden? Dings, ich dachte, ich gebe euch Geld und Klamotten. Ja, ja.
Ey Mann, Max, dieses Haus kostet einfach noch mehr. Wir können ja nicht wohnen. Wir haben nur noch ein Auto. Aber wir können ja auch im Auto pennen. Wir können keine Miete zahlen. Ja, aber komm, wir pennen im Auto einfach. Aber alles, wir müssen aber auch die Gebühr für das Auto bezahlen. Oh ja. Das Auto müssen. Komm, lass das Auto. Ja, und wir müssen noch das Tanken bezahlen. Komm, wir benutzen das Auto einfach sehr selten, okay? Nur wenn es brenzlig ist. Deshalb brauchen wir keinen Sprit und müssen auch nicht so viel. Okay, ich bring's mal schnell zu Hause. Geh mal zum Shoppingladen. Ja, und vielleicht kann ich ein paar coole Klamotten für mich. Ah! Mein Geburtstag ist. So, ich bin zu Hause. Hallo, Alice, ich dachte, wir wollen das. Ich hab kein Geld mehr übrig. Wir haben kein Geld mehr übrig. Ich hab noch Auto Geld. Wir wollen doch noch ein Geschenk kaufen, oder nicht? Ja, aber unser Auto ist. Da liegen 10 Pfandflaschen. So. Gib sie mir. Ich bin der Pfandexperte. Ja, jetzt haben wir 10 Euro. Okay. Was kaufen wir denn? Oh, alles, darf ich mir bitte. Schminke! Ja, aber alles, darf ich auch dieses Löschen kaufen? Nein. Warum nicht? Bitte. Wir suchen ein Geschenk. Wie viel kostet das? Ja, 10 Euro. Also 5. 5 Euro, okay, das geht ja noch klar. Ich habe eine Schminke gefunden. Hey, wir nehmen diese Schminke hier. Siehst du das in meiner Hand? Das ist die Schminke. Also alles, guck mal. Sieht das nicht süß aus? Ja. Das gebe ich ihr. Das schenkst du ihr? Ja. Okay, dann behalte ich die anderen 5 Euro und guck mal, was ich damit anfangen kann. Hättest eigentlich auch einen Ehering kaufen können. Ja, moin. Ah. Ey, Max, ich kaufe uns mal was zu essen und so. Und ein Comic. Ein Comic kann ich uns noch kaufen, damit uns nicht langweilig ist. Also kann es sein, damit ich bald verrückt werde. Was? Kann es sein, damit ich irgendwie bald verrückt werde? Nee. Okay, hast du jetzt schön. Was geschenkt? Du musst dir jetzt was. Okay, Leute, ey, Max, ihr Geschenk, ihre Feier beginnt. Oh mein Gott, ihr müsst jetzt noch mal wir sind ja nicht eingeladen. Ja, oder wollen wir kurz vorbeigehen? Ja. Wir sind ja der Freund vom Bruder. Ja. Hallo? Ich war hier zur Einladungskarte. Hey, ihr wart noch für uns? Oh, geil. Ich wollte schon lange mal wieder tanzen. Und ich wollte mal wieder Trommel. Ich habe keine Trommel gekauft. Max! Ich habe mir auch kein UFO geholt. Hauptsache von deinem Geld. Ja, stimmt eigentlich. Ja, aber es hat wenigstens gereicht. Happy Birthday! Musst du jetzt nicht noch mal singen? Hier, Schminke. Und noch Schminke. Und ich habe für dich Kuscheltier. Ah, wie süß. Mit einem kleinen Aff. Und Kopfhörer. Ist ein YouTuber. Gib mir es! Nimm's doch. Nein! Sein armes Kuscheltier. Sieht süß aus. Das ist eine Katze, denke ich. Das ist doch keine Katze. Doch, okay, verbrüht. Das könnte eine Katze sein. Essen? Bleib mal stehen. Ich bin. Keine Ahnung. Also wir haben. Ah, ein Starfnighten. Guck mal, jetzt werden wir nicht mehr gegessen. Warte, ich hab noch Effekte, okay? Ich hab hier noch einen Effekt für dein Geburtstag. Ich muss mir noch kurz sagen. Alter, ist das so egal. Ich bin das so viel. Nix. Nee. Max, hast du gerade Essen geklaut? Nein, ich hab alles zu kommen, dann kann ich das sagen. Ah, ich brauch Essen. Ich komm gleich wieder, okay? Ja. Essen. Ich hab einen. Mit. Dann kann ich das ich sagen. Ich hab einen Kohl. Ja, was ist? Alles zu kommen, was ist? Oh, falsch.
Alter, weißt du? Wir kommen gleich hinterher. Alter, was ist das? Ich warte hier nach. Was? Also, weißt du, was ich gefunden hab? Was? Zigaretten. Boah, geil, ich wollte schon immer mal wieder. Ey, guck mal, was ich habe in der Hand. Nein, nein, das sind meine Zigaretten. Ey, hier, Max. Für dich. Ah. Danke. Hast du was zu essen? Kann ich auch eine? Komm. Ja, okay. Ich nehme die mit Spezialeffekt. Oh mein Gott, aus deiner kommen Effekt raus. Ey, guck mal, aus deiner kommen Effekt raus. Aus deiner. Ey, Junge! Aus meiner auch! Warte. Alter, hast du den Nachrichten gesehen? Morgen kommt ein kostenloses Casino. Wenn wir da gewinnen, dann sind wir vielleicht reich. Ja, dann kriegen wir 1 Million Euro. Boah, geil, ich will ja gewinnen. Ich bin der Taxifahrer. Ey, Max, Max, ich habe mir schon überlegt, ob ich einen Job als Taxi mache, als Taxifahrer mache. Habe ich mir schon überlegt. Aber ich glaube, ich werde Schweißer zu werden. Kann ich sehr viel Metall zerhauen. Ich habe euch schon Haus. Kann man die denn aufsammeln? Alessio, kommst du? Hab ein Haus für euch gekauft. Ein Haus? Ja. Ich glaube, ich bin. Das ist ja ein richtiges geiles Haus. Ah! Autsch! Bäh! Dann. Alter, alles. Bitte. Dann geh. Aber ich wohne hier. Hier mit meinem Zimmer. Ja. Hier mit meinem Zimmer. Ja. Schön lila. Ich will lila haben. Komm, du darfst nicht schlafen, Max. Maschallah. Oh, ich geh da mal meine Mülltonne nehmen. Ich hab letztens der Mülltonne in der Matratze gefunden. Auf geht's in die Mülltonne. Leute, wir sehen uns am Morgen. Kikaku! Oh! Boah. Boah, was mach ich denn jetzt? Ja, hi. Oh mein Gott, ich wollte heute ins Casino. Schnell, schnell, schnell ins Casino. Also, ich habe mich heute nie angemeldet. Wo ist? Ich weiß, wo das Casino ist. Casino, Casino. Bei mir ist es Casino, Max. Alessio hat mir schon ein Ticket geholt. Alessio, Casino. Ja, komm. Komm, wir spielen das jetzt Casino los. Ist hier drüben. Am Rad. Komm, wir spielen jetzt am Rad. Und am Rad. Oh, super. Ich hab die. Max, weißt du, was ich im Rad bekommen habe? Ich habe einfach mal 1 Million am Rad gewonnen. Dreh du jetzt mal am Rad. Warte. Bitte. Eine Trillion. Junge, wir sind reich. Leck also mich. Du, ey. Ich bleib so arm. Du kannst dein Geld ausgeben. Weißt du was? Ich werde meinen sparen. Du kannst bei deiner Braut pennen. Ich werde meinen sparen und werde einfach in der Mülltonne leben. Ja, aber alles so gibt zu. Du bist auch ein bisschen auch. Warte, also ich habe ja 1 Million mehr, also eine Million mehr als du. Mein Knuddel. Nein, du hast viel mehr. Eine Trillion. Ja, dann lass doch erstmal in der nächsten Folge uns Klamotten kaufen. Ja. So schöne goldene Klamotten und den Ich kaufe so normale Klamotten. Ey, yo, Max, ich kaufe mir einfach ein Motorrad. Ja, und dann dann kaufe ich mir noch Motorradsachen. Ja. Yeah. Okay, Max. Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge gleich. Ja, okay, Leute. Wir haben jetzt uns Klamotten geholt. Motorradklamotten habe ich mir geholt. Und wir ziehen uns da mal um. Bis zur nächsten Folge. Bis bald.